Mikrofon bei Mansal. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Hunt, Cook & Grill. Ich bin heute hier mal an einer Stelle, wo ich eigentlich noch nie gesessen habe, seitdem der Sitz hier steht. Und ja, bin ganz gespannt, was heute passiert. Jagd ist offen auf Schmalreh, Ricke, Kinze und noch Böcke, bei uns zumindest. Bis zum 15. Oktober, also auch wenn sie noch länger offen sind, versuchen wir eigentlich unseren Bockabschuss bis dahin erledigt zu haben. Ja, und jetzt gucken wir mal, was heute hier so passiert. Also viel Spaß bei dem Video und seid gespannt. Bereits nach wenigen Minuten zeigte sich diese Ricke, aber was viel interessanter war, spielte sich auf der anderen Seite ab. Hier zeigte sich zunächst dieses schwache Bockkitz, was sich eigentlich der Ricke zugeordnet hatte, die sich auf der rechten Seite befand, und ein weiteres weibliches Stück. Ich vermutete zunächst einmal, dass es sich um einen Schmalreh handelt. Nachdem das eine weibliche Stück auf der rechten Seite recht schnell abgesprungen war, konnte ich dann diese beiden Stücke recht lange beobachten und für mich war relativ schnell klar, es musste sich um eine Ricke mit dem dazugehörigen Kitz handeln. Dieser Bock kam dann auch noch auf die Bühne, aber ich wollte versuchen, zumindest eins der beiden Stücke, in dem Fall zunächst einmal das Kitz und dann die Ricke, zu erlegen. Ob mir das geglückt ist, das seht ihr in den folgenden Bildern. Thank you.
Das war es auch schon mit dieser Folge, mit diesem kurzweiligen, aber jagdlich für mich sehr erfolgreichen Abendansitz. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen freundlichen Kommentar da. Daumen nach oben, vielleicht so ein Abo. Ich wünsche euch jetzt allen viel Waldmannsheil für die anstehende Drückjagdsaison. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.